Man hat auch die Möglichkeit, natürlich komplexere Anbauten mit einem Dach hier zu erzeugen, Anbauten ums Eck. Auch dafür gibt es die Bauteilvorlagen Eckerker und Anbauten, Erdgeschoss, Rechteckvariante, Wand anklicken, Ecke Rahmen. Und wir haben die Möglichkeit hier natürlich jetzt entsprechend die Anbautiefe einzugeben, Grundrissansicht vorab aktualisieren. Wir können die Abmessungen verändern, also einfach den Abstand vergrößern, 3,50 Meter, Grundrissvoransicht aktualisieren. Halt, das war zu viel. 3,50 Meter. Grundrissvoransicht aktualisieren. Sollte der Anbau nicht ganz so symmetrisch sein, das heißt die beiden Längen unterschiedlich lang sein, gibt es individuelle Eingabewerte einschalten. Und dann haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel die Breite zu verändern. Hier gilt genau der Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn ist diese Kantenlänge die Breite 2 und diese Kantenlänge die Breite. Also einfach die Breite auf 7 Meter setzen und den Abstand A ebenfalls um einen Meter nach oben. Grundrissvoransicht aktualisieren. Ist die Position korrekt und die richtigen Abmessungen eingegeben, dann klicken wir auf Weiter. Mit Terrassentüren. Und Anbau bis Erdgeschoss. So ein Dach. So, und Sie sehen, die Bauteilvorlage prüft, ob das Anbaudach mit einem bestehenden Dach kollidiert. Das kann an dem Kniestock liegen. Es kann aber auch an der Dachneigung liegen von 38 Grad. Das heißt, wir haben die Möglichkeit hier natürlich auch einfach andere Dachneigungen einzugeben. Eingabewerte auf Dachkollisionen prüfen. Kniestock ist jetzt schon entsprechend mit korrigiert worden. Dachneigung entsprechend anpassen. Gut, alles im grünen Bereich. Dann klicken wir auf Weiter. Also wir sehen, selbst solche komplexen Anbauten sind mit den Bauteilvorlagen gut und sicher planbar.